Guck mal, hast du noch einen Drill-Song? Komm, wir, ballern einen Drill. Wir den absoluten Driller. Mein, okay, mein okay. Favorite-Song vom Album. Okay, und dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Und auch kann ich doch erzählen, ne? Musikgenre auch, ne? Das ist sehr wichtig. Ja, guck mal. Die Sache Drill. Die Sache Drill. Viele Leute haben ja in Deutschland eine verschiedene Meinung darüber, woher das kommt, wie man das macht. Ist doch alles gut, jeder soll seine Meinung haben. Aber ich muss eine Sache sagen. Wer mich seit Tag 1 verfolgt, weiß, dass ich schon 2015 der Song Mein Film, für jeden, der das nachschauen will, der Song heißt auf YouTube Luciano Mein Film, das war mein allererster Song, mit dem ich gestartet habe, Rap zu machen. Und der war auf Drill. Das war ein typischer Chicago Drill Beat. Es gibt ja Chicago-Type Drill, es gibt UK-Type Drill, es gibt New York-Type Drill, das war so der, das ist so der neueste Drill, der sich entwickelt hat, der es auch alles global gemacht hat und wo auch der Bruder Pop Smoke oder Five-Yo und alle hart unterwegs sind. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas sagen, ich habe wieder einen Faden verloren, der mir Wald knallt. Wegen dem Track. Ah, genau. Und wie gesagt, Drill war immer meine Leidenschaft. Ja? Drill war immer meine Leidenschaft. Das hat sich dann ein bisschen abentwickelt irgendwie so. Ich habe dann immer irgendwas anderes gemacht. Und als dann der Bruder Pop Smoke kam und das alles global gemacht hat und auch die Leute in Deutschland wieder Drill mitbekommen haben und Drill verstanden haben, habe ich mich einfach dazu verpflichtet gefühlt, wieder Drill zu machen, weil das ist das, woher ich stamme. So habe ich angefangen, Rap zu hören. Ich habe vor 7, 8 Jahren habe ich schon Chicago Drill gehört. Ja, das war einfach, das Riyad war, Mahrez war auch Riyad Mahrez ist auch Drill. Oder mit meinem Bruder Jizzes, ja, das war auch ein kompletter Drill-Song. Straße, ein Teil von mir. Das war komplett Drill. Deswegen, zu dem Thema. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Pop Smoke sind, wirklich Rest in Peace, er war eine große Inspiration. Der hat Drill auf die Karte gebracht, wenn man so sagen kann. Und dieser Song, den ich jetzt abspiele, den Part habe ich eigentlich für Pop Smoke gemacht. Das heißt, Pop Smoke wusste Bescheid. Wir haben auch bei Instagram geschrieben, Management hin und her, Labels, alles war schon am Start. Und er sollte, glaube ich, eine Woche, vier Tage, nachdem er leider gestorben ist, sollte er eigentlich nach New York wieder fliegen und ins Studio gehen und meinen Song aufnehmen. Und wenn alles gut geklappt hätte, wäre sogar im April, in London war das, ne? Hätten wir im April, also nach seinem Tod, der April, hätten wir dort das Video gedreht. Ne? Deswegen war ich, also nicht nur wegen dem Feature war ich sehr, sehr traurig, dass er gestorben ist, sondern einfach, weil er noch sehr, sehr jung war, ein krasser Künstler war. Das hört man jetzt auch bei seinem Album. Und ja, Mann, rest in peace, Pop Smoke. Genau, you know what I'm saying. Willst du was zu Dings an, Dream Drill noch? Genau, und der Song, den wir jetzt abspielen, der heißt Dream Drill. Warum habe ich ihn so genannt? Ich habe irgendwann mal vor Mios mit Bars, also wo ich Mios mit Bars aufgenommen habe, habe ich die Idee im Studio gehabt, den Song ein bisschen internationaler zu klingen, internationaler klingen zu lassen und einfach ein bisschen mehr Soul reinzubringen. Dann habe ich mich mit Johnny Good, meinem Bruderherz, rangesetzt. Wir haben Vocal Samples gesucht, dann sind wir auf Kate Wilde gestoßen und haben dann die Vocal Samples eingebaut, das ist eigentlich eine Frauenstimme, auch bei Mios mit Bars, und haben die dann runtergepitcht. Und das ist auch sehr vertreten auf meinem Album. Und ich dachte mir, das hat noch nie jemand gemacht. Das macht den ganzen Drill ein bisschen hörbarer, ein bisschen kommerzieller. Und dann habe ich es einfach Dream Drill genannt, weil es sehr verträumt ist. Und das ist einfach Dream Drill. Und das ist so die Hymne dazu. Die spiele ich jetzt ab, okay? Massacre Dame, Rest in Peace, Pop Smoke. Skrrr! I'm not afraid of the dark.
Chill im Hotel, dass er viel im Korb. Jürgen, Fingers am Block. Immer nur Stoff, nehm ich echt. Doch, Loco Peep of Kongs. Ey, wie hart ist das? Rest in Peace, Pop Smoke. Wie hart wäre Pop Smoke darauf gekommen, ja? Ich schwöre auf alles. Es kommt der Teufel mit Geld, ja. Ah.